Bei den Löwen Frankfurt passt momentan so ziemlich alles. Der 5:2-Sieg am Freitag gegen Kassel bedeutete den 32. Sieg in Folge. Alleine gegen den Erzrivalen aus Nordhessen haben die ungeschlagenen Frankfurter in dieser Saison nun schon 5-mal gewonnen. Jede Menge Grund zur Freude also für die alten und auch für die neuen Löwen. Super Stimmung gewesen und die Mannschaft hat mir auch gut aufgenommen und mich gut vorbereitet drauf und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. In seinem ersten Heimspiel für die Löwen kassierte Gehlke nach einer Rangelei mit Kassels Gulda gleich mal eine 10-Minuten-Strafe. Der Husky-Spieler hatte im letzten Aufeinandertreffen beider Teams Roland Meyer böse am Knie verletzt. Das ließen die Frankfurter Fans und Spieler Gulda am Freitag spüren. Die Unterzahl der Frankfurter war allerdings mit Schuld am 0:1. Ex-Löwe Branislav Pohanka brachte die Huskies nach 11 Minuten in Führung. Kassel in der ersten Hälfte mit einer starken Leistung. Die Gäste deutlich verbessert gegenüber der 1:5-Niederlage letzten Dienstag gegen Duisburg. Man hat im ersten Drittel gesehen, dass Frankfurt jetzt nicht so aufs Spiel fokussiert war. Wir haben dann viele Überzahlsituationen gehabt, haben es leider nur geschafft, ein Tor zu schießen. Ich glaube, das war so ein bisschen Schlüssel, dass wir da nicht nur 2, 3 vielleicht nachlegen konnten. Am Anfang ziemlich durchwachsenes Spiel, ein bisschen durcheinander. Gerade wegen den ganzen Strafen am Anfang, ja auch vielleicht ein bisschen nervös am Anfang, aber dann sind wir besser ins Spiel gekommen. 10 Minuten behaupteten die Huskies im zweiten Drittel ihre Führung. Dann die 31. Minute, Nils Diesegang zu Chris Stanley, der glich zum 1:1 aus. Immer noch die 31. Minute. Müller auf Lenny Gehr mit 2 Toren innerhalb von 30 Sekunden hatten die Löwen das Spiel gedreht. Mit seinem 2. Treffer des Abends baute Chris Stanley kurz vor der 2. Drittelpause die Führung sogar noch auf 3:1 aus. Die 6.100 Zuschauer sahen im dritten Durchgang zunächst, wie bei Kassel neue Hoffnung aufkam, Branislav Pohanka nach 44 Minuten mit einem weiteren Überzahltor für die Huskies zum 3:2. Doch noch in derselben Minute stellte Stefan Kreuzmann den alten Abstand wieder her. After Kassel scored the second goal, the 3-2 goal. It was very critical that our captain Kreuzmann got that 4th goal on the next shift. And ich habe natürlich die Szene geschildert, wo die Löwen nach dem 2. Tor der Kassel Huskies sofort die Antwort wussten und durch Stefan Kreuzmann das wichtige 4. Tor geschossen haben, was ja auch gleichbedeutend war mit einem weiteren 2-Tor-Vorsprung. Und das bewundert Tim an seiner Mannschaft, dass sie immer in der richtigen Situation die richtige Antwort findet, die richtige Antwort weiß. In der letzten Minute nahm Kassel seinen Torwart raus. Den Schlusspunkt zum 5:2 setzte Nils Diesegang mit einem technischen Tor. Sein Schussversuch aufs leere Gehäuse der Huskies konnte von den Gästen nur durch einen Foul gestoppt werden. Ja, also erstmal bin ich ja weggegangen wegen der Eiszeit, also weil ich nicht so ganz zufrieden war in Schwenningen. Und ich wusste halt, dass Frankfurt wieder auf jeden Fall hoch will und eine Top-Adresse ist. Also alles, das ganze Umfeld habe ich schon nach dem ersten Tag gemerkt, ist echt professionell und die gehören eigentlich nicht in die Liga. Die Oberligameisterschaft ist Frankfurt trotz noch 6 ausstehender Spiele nur noch theoretisch zu nehmen. Nächster Schritt auf dem langen Weg in die DEL 2 ist dann die am 14. Februar beginnende Qualifikation zur Aufstiegsrunde.